TNT. Ach so. Erste. Ja, ich wollte, ich hätte es gar nicht mitnehmen können. Mein Inventar ist voll, also meine ich nur, ne? Die einfach schon vorrennt, während ich hier die Blöcke abbaue. Ich will nur gerade ein Mushroom Stew essen. Dann kann ich nämlich die leere Schale auch wegpacken. Oder ich schmeiß die volle Schale weg, ist auch okay. Weil sich Minecraft gedacht hat, hey, du hast Inventory Trees, ich gebe dir gleich die volle wieder. So. Schlüssel ist noch drin, wenn du willst, ne? Ja, ja. Damit fehlt dann nur noch einer. Ich weiß nicht, wo es wieder runter geht. Einfach weiter runter. Ja, ich sehe aber die Ausgänge hier nie, weil ich habe keine Night Vision. Der Schwerkraft folgend. Was? Der Schwerkraft folgend. So, wir warten jetzt hier unten. Ja, ich sehe eure Namensschilder wenigstens gerade noch. Meins. Boah, aber hier in dem Bereich war der Turm schon ganz schön zerstört, ne? Ey, ja. Schön. Bom. Hast du toll gemacht. Hat's gebracht, ja. Hier lang, ja. Hier lang. Macht mal tot. Ach, schon wieder Abzweigung. Da oben ist, glaube ich, immer kaputt. Wassereimer. Ich habe den dir gegeben. Naja. Irgendwas drin, was ich stacken kann? Ja, so. Du hast hier Sand, wenn du willst. Also. Wow. Du hast kein Schimmer, wie blöd es ist, nur ahnen zu können, wo man lang geht, weil das Holz zu dunkel ist, als dass man es sehen könnte. Steel Leaf, TNT. TNT? Meins. TNT. Nein. Übrigens, wer hat die Gastränen? Die liegen jetzt hier auch drin. Meine. Also. In der Kiste, dass die sich wieder jemand mitnimmt. Naja. Weil ich mir die ganzen Steelies-Sachen mitnehme. Lässt du das ganze TNT mal sein? weiter oben. Ja, ich bin gerade durch ein Loch gefallen im Boden. Boah, wo kommt das wohl her? Drei Schläge, wow. Ja, Cheater. Flowerpot, yay! Könnt ihr alles mitnehmen, oder? Größtenteils, ja. Übrigens, ich sehe nicht mal, wo die Ausgänge von den oberen Etagen sind, so dunkel ist das, ne? Hast du keine Fackeln mehr? Schon wieder? Schon lange nicht mehr! Habe ich schon vor gut 20 Minuten erwähnt. Gut, ich habe auch keine Kohle mehr gerade. Ich meine, ich habe Schwarzpulver. Man könnte theoretisch auch hier Schwarzpulver zündeln, aber naja, das darf man ja hier nicht. Habe ich absolut nichts gegen. Der Himmel ist aber schön. Was? Sterne in Twilight Forest sind schön. Der ja, Himmel hier. Ja. Ja, und sonst backe ich dir halt ein paar Gunpowder-Fackeln. Ist auch kein Problem. Weiter hat der Holz dabei. Für was? Holz. Also normal. Ja, ein bisschen, 26. Ich brauche 4. Für eine Workbench. Ich meine, so wichtig ist mir das jetzt nicht, meine ich nur, ne? Das bringt mir aber nicht viel, wenn du nichts siehst. Ich sehe schon, wenn ich hier mich ein bisschen anstrenge. Ihr habt ja gesehen. Anstrengen, das ist ja Arbeit und. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen was mehr Holz. Wie viel? Weil nicht so viel, wie es gerade reinpasst.
Ich kann dir Stärke geben. Kannst du selber machen. Ich trage keinen. Ich auch. Oh, ach, aus Gunpowder wird Schwefel, das wusste ich gar nicht. Minecraft-Mechanik. Stimmt, dieses Schwefel wird auch nie gebraucht, aber okay, gut zu wissen. Die kann nicht zufällig. Mace Map Focus ist, die kann bestimmt noch jemand aussammeln von euch, oder? Ja. Gut. Ach, es gibt mittlerweile noch 4 Fackeln daraus, ne? Das ist so arm. So traurig. Aber sie sehen trotzdem noch schön aus. Schon. Ach komm, jetzt wo wir schon dabei sind, kann ich mich auch gleich ein bisschen fancy anziehen. Ups, nein, ich wollte das hier anziehen. Das sieht gerade so ein bisschen nach grün gefärbter Emo-Frisur aus. Weil nur ein Auge frei ist unter dem Helm. Schon. Ich habe keine. Doch, ich habe Steve-Schuhe. Ich dachte schon. Vor allem mit dem roten Schwert sieht das toll aus, oder? Mhm. Irgendwie schon, ja. Und ich habe gerade den Default. Ich habe gerade Vanilla Default Pack drin, weil das andere ja nicht so schön geht. Ja, und ich finde. Vor allem mit meinem grünen Gesicht sieht das extrem episch aus. Ja. Vor allem, weil es aussieht, als hättest du rote Handschuhe. Mhm. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich auch das hier anziehen, aber es sieht wieder doof aus. Dann. Ja. Okay. Da sei du lieber mal eine Erdbeere am Busch. Gut, dann kannst du es auch so sehen, wenn du willst. Bisschen gemütlich machen hier. Mhm. So, jetzt habe ich eine fast kaputte Eisenrüstung auch noch im Inventar, ist doch auch schön. Der schmeißt halt weg. Eisen haben wir mehr als genug. So. Wie viele Fackeln haben wir jetzt? Nachdem du ja die ganze Sachen hier wieder rausgenommen hast, habe ich 40 Fackeln. Ja gut, dann ich hab noch ein paar Zäune dabei. Haben wir Zeit. Eben, man kann ich hier schon mal Fackel platzieren. So, sieht man auch was. Was haben wir denn jetzt? Ach, wir sind schon über die 100. Folge raus. Glückwunsch an uns nochmal nachträglich. Hehehehe. Wow, das ist ja wirklich so dunkel. Ach was, nee, geh mal in die oberste Etage. Das ist schon krass, ja. Und du musst schon bedenken, hier bin ich ja wirklich jetzt die letzte halbe Stunde lang wirklich so rumgerannt und hab das gemacht, also, ne, lobpreiset mich. Wir lobpreisen dich, ja. Also ich kann's schon sehen auf meinem Bildschirm dadurch, dass das Holz die Seite so orange ist. Oder ja, so aber, Holzfarben. Aber wirklich in kompletter Dunkelheit hier die Leitern hochklettern, ist immer nur Glück, ob du die Leitern gerade siehst. Vor allem, weil weder mein Raum noch mein Bildschirm so supi beleuchtet sind, kann ich hier gerade immer nur so ansatzweise sehen. Stecken ja da. Übrigens, kann es sein, dass dein Helm immer noch nicht wieder auf ist? Ja, dann habe ich mir kurz abgenommen, um mal zu sehen, wie es denn für dich so ist in der Dunkelheit. Ach so. Muss ich dir einfach auf den Keybinding legen. Abyssus. Keybinding auf Isaac. Mhm. So. Schwarz, weiß. Schwarz, ja. Weiß. Schwarz, weiß. Ja. Jetzt haben wir ein schönes Feeling. Ich hab hier einen schönen Begleiter hingesetzt. Fast schon wohnt ich, ja. Ih, der stinkt. Er glüht. Ja, wie man es nennen will, also. Ist auf jeden Fall recht atmosphärisch hier oben. Dings und Grün ist ja eine ähnliche Tatsache, ne? Ach, mir fällt gerade auf, hier ist ja Aura drin im Twilight Forest. Ist es? Jo. Ich habe so einen Aura-Mater im Helm. So, okay. Wir sind halt in der 314er. Die ganze Zeit. Oh. Also die Map sieht ja schon witzig aus mit den ganzen Geists. Ja, wenn du die auch aktiviert hast. Ich hab die nicht aktiviert. Ich auch nicht. Grund. Und dann hast du entschieden. Oh, cool. Übrigens, man beschwert sich ja schon schwer genug dafür, dass ich Cave Mapping anhab. Tatsächlich. Du Cheater. Ich hab die Zäune mal rausgenommen, weil das reicht. Gut. Wenn das jetzt durchgekocht ist, dann kann ich das mitnehmen, dann hab ich einen Vorrat auch an kohleartigen Krams noch. So.
nehmt irgendwen das Gunpowder noch mit, weil dafür habe ich jetzt keinen Platz mehr. Ja, ja. So, dann abwärts. Wie viele Schlüssel haben wir? 4. Wieder für eine weitere Supertür. Mhm. Ich bin übrigens erstaunt, dass die Schwefelfackeln wirklich ein Steingeräusch machen, wenn du sie hinstellst. So, Schlüssel. Warte, so. Ich sehe auch, was du hier treibst. Bam. Au. Ich find's schön, ich find's immer schön, wenn sie zuerst auf euch losstürmen, weil ihr dann die Target seid. Hm. Ja. Hallihallo. Das sind einige. Aber die haben ja recht wenig Leben. Ja. Bei mir sind die One-Hit. Bei mir sind die, also mit meinem Schwert sind die auch Two-Hit, also. Also mit einem normalen Rubinschwert hast du Two-Hit, sind die down, also das ist ja nicht. Man geht in Abzweigung, das ist schön. Diese Perium-Blocks sind übrigens extrem cool. Ja. Ich glaube 45 reichen, oder? Nein. Nee. Dann muss die halt jemand anders abbauen. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Au. Ich bin heiß. Das wusste ich schon vorher. Oh, Alter, ist es schon wieder so spät? Du was kannst denn? Aufhören, hier Wasser lang fließen zu lassen. Ist okay. Ich versuche das Feuer zu löschen. Du kannst einfach Rechtsklick drauf machen. Oder Linksklick einmal. Ist ja gut. Einmal draufschlagen, ist das Feuer auch weg. Entschuldigung. Entschuldigung, ich lasse den Weg. Ein Blumenpott, schön. Meiner. Meiner. So, noch eine Suppe trinken. Und den leeren Behälter wegschmeißen. Also ein Vorteil, den Steady-Sachen haben, ist einfach, dass sie wirklich episch aussehen. Ja, das ist schon. Genau. Und irgendwas Sinnvolles drin? Kohle. Flint und noch eine weitere Mushroom-Suppe, yay. Habe ich immer eine unten in der Inventarleiste, nur für den Fall. Mhm. Nur für den Fall, dass ich gerade ganz plötzlich Hunger auf eine offene Suppe in meinem Inventar haben sollte. Wenn jemand aufhören würde, immer Meter vor mir wegzulegen, ne? Na, ich gehe diesmal nicht mit hoch. Ihr seid eh vor mir da. Ja. Dieter. Sag denn, ihr was nicht mitgeben könnt, ne? Dann komme ich hoch. Oder wisst ihr was, ich komme eh hoch, also. Goldapfel. Ja, kannst wieder runterkommen, wir haben schon alles fertig. Gut. Wir waren hier oben jetzt schon überall, ja, ne? Mhm. Ja, also wieder weiter. Gab's da oben noch was? Ich glaube nämlich nicht, ne? Sah nicht so aus. Wo oben? Oben, ja. So, nee, jetzt das andere oben. Waren nur die Reappearing Blocks. Ja, jetzt hier oben. So viel Kram. Ich bin erstaunt, wie die wirklich noch wirklich wie kleine Kinder klingen. Ah, Feuer. Hm. Viele Gas. Sehr viel. Fire, fire. Ja, es sind einige da oben. Da ich keinen Bock habe, wieder mit den Teleport-Dingern zu arbeiten, bin ich jetzt schon direkt hier oben. Wie hast du es da hochgepackt? Hm? Was? Bist du da hochgekommen? Blink Drive. Ach so.